Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Watch Dogs Legion. Aber weil Story-Spiele immer eine Title-Sequence haben, bin ich jetzt mal ruhig. Pubs servieren ein Pint und ein Lächeln. Und die Musik, Theater, die Multikulturalität und die älteste U-Bahn der Welt. Die Tube, eine erstklassige Stadt. Erste Sahne. Sie aufzubauen dauerte nur 12.000 Jahre und nur eine Nacht, sie einzureißen. Wie ist der Status? Barrierensicherheit ist aus, aber viele deiner fliegenden Freunde sind hier. Verdammte Scheiße. Dorthin, die Zeit drängt. Ja, Ma'am. Weißt du, womit wir es zu tun haben? Wärst du nicht davon gestürmt, vielleicht? Nie daran gedacht, diese Dinge den Behörden zu überlassen? Ernsthaft, Bagley? Die Regierung wird uns eher wegen Hilfeleistung verhaften, als mal was Nützliches zu tun. Wir sind auf uns gestellt. Vorsicht, Dorton. Bagley, ist da Besorgnis in Sabines Stimme? Klasse, den Computer über Gefühle befragen. Das erklärt einiges. Klappier 2 und an die Arbeit. Da ist sie. Und damit herzlich willkommen zu Watch Dogs Legion! Das tat dir mehr weh als mir. Ja, glaube ich auch. Tu uns einen Gefallen und sei leise, Dorton. Wenn sie mich nicht erschießen, erschieße ich sie nicht, okay? So, wir müssen jetzt erstmal hier die Einführungsmission abschließen, weil das ist ein Story-Spiel und da kann ich gar nicht so viel reden, weil die anderen ja auch so viel reden. Und vor allem muss ich mit der Steuerung erstmal klarkommen, weil ich habe die hier nicht eingestellt. Okay, das funktioniert immerhin. Okay, da müssen wir rüber. Da unten ist ein Homie. Und sofern hier kein weiterer Homie ist, kann ich den einfach wegmachen. Oh. Okay, Steuerung missverstanden. Kein Problem. Ist ja nur eine Anfangsmission. Falle scharf machen, ich bin doch kein Sadist. Aber was machen diese Leute hier? Schön, dass die alle mit dem Rücken zu mir stehen, ne? Ich glaube, die wollen es mir besonders einfach machen hier in der Anfangsmission. Die haben hier jede Menge Dead-Sack-Zeug. Was glaubst du wohl, warum? Was? Haben sie das denn in die Finger bekommen? Keine Ahnung, aber jemand möchte, dass es so aussieht, als sei Dead-Sack hier gewesen. Shit, du musst verflucht vorsichtig sein, dort. So, als Hintergrund zu Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion. Wer sind diese Typen in Schwarz überhaupt? Nicht zu identifizieren. Ich nehme an, das ist Absicht. Ich bewege mich mal nicht. In Watch Dogs geht's im Grunde um Überwachungsstaat. Das ist Science Fiction nicht in dem Sinne, dass die Science hier unmöglich ist, sondern dass sie einfach bisher noch nicht so in der Form angewandt wird. Es geht um Smart Cities, die alles überwachen und halt um Hacker-Rebellen, die aus irgendeinem Grund mit einem Knopfdruck auf ihrem Handy alles Mögliche hacken können und halt den Widerstand dagegen leisten und dann aufdecken, was so alles schief läuft. Und DedSec ist diese Rebellengruppe. Leck mich doch, hier sind überall Sprengladungen. Himmel, dieser Kanister. Ackley, ist das RDX-Stickstoff. Genug, um das Parlament dem Erdboden gleich zu machen. Zu den Zünderbergler? Eventuell. Da ist ein Gerät, das verdammt viele verschlüsselte Daten aus dem Stockwerk über die Street. Das passt. Bin unterwegs. Ihre Profile sind stark verschlüsselt. Nichts, woran man sie identifizieren könnte. Ah, Geister im System. Okay, die könnte ich hier alle ablenken. Des Weiteren haben wir hier vorne jemanden, der sich mir unangenehm weit nähert. Und jetzt ist er weg. Und ich gehe mal kurz in die Steuerung, weil ich muss da was ändern. Okay, ich habe das jetzt auf B gepackt. Auf B ist es auch nicht wirklich gut, aber ich muss erstmal mit den Tasten leben, die ich hier habe. Wenn ich den da ausschalte, sieht mich der andere Typ da hinten doch. Dann ich lenke den jetzt ab. Flupp. Weil entdeckt werden habe ich keine Lust drauf. Glaub nämlich, die Typen hier sind bewaffnet und so. Und weg. Rund um die Bomben haben sie DedSec-Propaganda hinterlassen. Diese Wichser wollen das Parlament sprengen und es uns anhängen. Daraus wird nichts, wenn du zuerst beim Zünder bist. Bagley, ist das nicht der Zünder? Nein, das ist ein Sender, der ein Signal an ein Gerät in der Ebene über uns sendet. Höchstwahrscheinlich ist das der Zünder, den wir so... Ich mache hier mal eine Falle scharf. Ich habe das Gefühl, das wird ein Hinterhalt. Okay. Irgendwelche Gitter und die... Also, ich wollte schon sagen, das ist auch hackbar, aber nein, das muss ich noch mit Kraft öffnen. Bam! Ich bin ein Mann. Direkt im Unterhaus. Wer diese Männer in Schwarz auch sind, sie müssen Eier haben, sie mitten in der Regierung zu platzieren. Das hier sieht auch schon wieder aus wie so ein Hinterhaltsraum. Hier sind auch überall diese Dinger. Ich wette, hier gibt's einen Kampf. Hab den Zünder gefunden. Jetzt? Er ist definitiv scharf. Bagley, ich werde hier Hilfe brauchen. Ja, richtig. Aber ich bin ausgesperrt. Bagley, haben wir keine Chance. Haben sowas trainiert beim MI5. Du bist wirklich der Hammer. Beeil dich damit. Gut, Bagley, mach dein Ding. Bin dran. Und die Bomben wurden gerade scharf gemacht. Tja, das könnte kompliziert werden. Scheißdreck, kannst du sie entschärfen? Klar kann ich das. Oder ich löse noch eine Ausfallsicherung aus und jag dich hoch. Sei gewarnt. Du solltest mit ein wenig Aufmerksamkeit rechnen, Dorton. Besuch an der Hintertür. Dorton, wir kriegen hier im HQ Besuch. Wie lange brauchst du, Bagley? Hängt davon ab, wie oft du mich mit Fragen nervst.
Alles klar, Leute. Augen auf, Waffen raus. Hier geht's gleich rund. Fuck. Da ist der Hinterhalt, von dem ich sprach. Da, ich halte sie auf. Gott, ich trage so eine coole Maske. Das Schwein kann überall sein. Was Neues, Bagley? Sagen wir einfach, ich bin sowohl beeindruckt als auch verärgert, wie ausgefeilt diese Eingriffssicherung ist. Ich arbeite daran. Fuck, jetzt wurde ich entdeckt. Ich hätte zurückfallen müssen. Das ist so schlimm gelaufen. Bagley, sag mir, dass du nah dran bist. Ich bin durch die Sicherheitsvorkehrungen und arbeite mich jetzt durch die Terabytes von Lockvogelcode auf der Suche nach der Zündersequenz. Aim ist echt nicht so einfach in diesem Spiel. Aber zum Glück habe ich den Schwierigkeit so einfach eingestellt. Komm her. Vorsicht, Schüsse! Okay. Alles gut, das war easy. Einfach alle abballern. Puh. Wer braucht schon dieses Hacken, wenn man sie alle abballern kann? Was ist die 3? Was habe ich auf der 3? Ein Problem, Dalton. Ich brauche deine physischen Anhängsel. Sofort. Oh, nee. Was ist? Links befinden sich 3 Einschübe. Einer davon ist der Empfänger. Du musst den Leiterdraht ziehen. Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht. Zieh den Draht. Wenn mich das hochjagt... Bomben entschärft. Na, das war doch nicht so schlimm, oder? Bagley, du Mistkerl. Ich hatte fast einen verdammten Herzinfarkt. Hey, was zum Geier sehe ich da gerade? Offenbar ist das Parlament nicht das einzige Ziel. Weitere Bomben wurden eben aktiviert. Das ist nicht gut. Scheiße, wir müssen die Leute warnen. Die Orte müssen evakuiert werden. Sie sind in ganz London verteilt. Wir haben keine Zeit. Aber meine Schwester ist bei der Toan-Konferenz. Wir müssen etwas unternehmen. Ich habe einen Sender auf dem Dach entdeckt, der ein Signal an die anderen Bomben sendet. Wenn du ihn erreichst... Kann ich alle abschalten. Okay. Sabine! Fuck! Dalton, sie haben uns! Los, aufs Dach! Da möchte wohl jemand derzeit loswerden. Los aufs Dach. Sabine, was ist los? Wir werden überfallen. Das reinste Blutbad. Laut Protokoll muss alles gelöscht werden. Auch Bagley. Ich brauche ihn für den Sender. Ich weiß. Aber wenn sie ihn kriegen, haben sie alles. Namen, Operationen, Positionen. Okay, dann mache ich's auf die altmodische Weise. Lösch ihn. Ja, lösch mich. Na los, Sabine, und dann verschwinde da. Oh, fuck. Okay. Bagley ist aus. Du bist auf dich allein gestellt. Dalton, wenn das... Wird es schon nicht. Wir sehen uns am Treffpunkt. Versprochen. Viel Glück. Stell dir vor, du bist eine künstliche Intelligenz. Die Leute wollen dich löschen und du sagst so, ja, lösch mich. Ich checke die letzte bekannte Position. Feindbeschuss. Aha. Komm. Der Verdächtige schießt. Wie verdächtig. Don't call me Verdächtiger. Sorry, Bro. Okay. Hallo? Ah, jetzt. Dann gehen wir mal hoch. Wo bist du? Okay. Bingo. Zu schnell? Was? Nein. Gut gemacht, Dalton Wolf. Ich bin beeindruckt. Wer zum Teufel seid ihr? Oh, du glaubst immer noch, du rettest London. Ich fürchte, das wird nicht passieren. Du hilfst uns bei einer wichtigen Aufgabe. Wichtige Aufgabe? Das Töten Tausender... Ganz genau. Um die Welt zu retten. Du weißt, dass es schon immer Opfer gab. Die Pest, das große Feuer, der Blitzkrieg? Nicht sehr schön. Aber Zerstörung ist immer die Heilung. Und sie beginnt heute. Zero Day. Oh nein. Oh
Zeit für einen Neustart. Oh mein Gott. Ich glaube, Dalton ist jetzt tot. Und das ist natürlich ein bisschen, erdrückender Anfang. Erschütterte eine Serie von Explosionen, drei Orte in London. Die Bevölkerung wird gebeten, zu Hause zu bleiben, bis die Situation wieder unter Kontrolle ist. Die Zahl der Opfer wurde noch nicht offiziell genannt, es wird aber davon ausgegangen. Sich heute Abend Menschen zu Mahnwachen versammelt, um den Verlust tausender Familien und unserer ganzen Stadt zu betrauern. London setzt jetzt alles daran. Pressekonferenz in der Downing Street, bei der Nigel Cass, CEO des privaten Militärunternehmens Albion, die Sicherung Londons übertragen wurde. Cass schwor, Deadsecting festzumachen. Die Terrorgruppe, die ihn für den Demonstration nutzte Albion modernste KI-Systeme und autonome Drohnen, um die verbliebenen Mitglieder von DedSec zu jagen. Eine Warnung an potenzielle Aufrührer. Großbritanniens melden Rekordprofite dank erhöhter Effizienz in Produktion und Vertrieb, die durch ursprünglich für Sicherheitszwecke entwickelte Technologien erreicht werden konnte. Der positive Trend? Aufgeräumt, die Zahl der Verbrechen ist stark am Sinken. Glücksspiel, Drogenhandel und Prostitution gehen zurück. Seit die Anführer von 4 der 5 größten Verbrecherkartelle Londons angeklagt wurden. Die Straßen in Camden und Brixton. Albions Mandat wurde von Seiten der Regierung unbefristet verlängert und das Leben normalisiert sich allmählich. Ausgangssperren und Reisebeschränkungen wurden dank automatisierter Kontrollpunkte. Ist der Trafalgar Square aktuell nicht Schauplatz größerer Aufstände. Die Gerüchte in den sozialen Medien werden ausländischen Kräften zugeschrieben. Albion hat die wenigen Störungen. Die Öffentlichkeit vor dem Umlauf von Fake News warnte, wurden im Internet kursierende Verschwörungstheorien der Terroristengruppe DedSec seien die Anschläge nur angehängt worden, klar zurückgewiesen. Wir konnten nicht einen Londoner finden, der diese Behauptung vor der Kamera wiederholen wollte. Für sich. Schön. Es war dann ja schon mal eine schöne erste Mission. Die Frage ist, wie geht's weiter? Ich muss ein Team zusammenstellen, aber allein kann ich derzeit nicht hochfahren. Sehen wir in London CTOS nach, wer verfügbar ist. CTOS ist dieses Smart City System, über das alles vernetzt ist in der Stadt. Okay, ich habe jetzt hier Zugriff auf die Kamera. Ich bin Claire Waters und wir reden diese Woche auf Buccaneer Radio über die Hacktivisten und spiele diese diese kleine Drohne Colin hier. Ist in der Leitung. Colin, was meinst du dazu? Während Radio läuft. Früher war meine Meinung, dass wir DedSec verhaften und sie in den Knast werfen sollen. Jetzt finde ich, man sollte sie einfach abknallen. Findest du es nicht etwas seltsam, dass sie als Verantwortliche hingestellt werden, ganz ohne Beweise? Sieh dir Joan an und unsere Stadt. Brauchen wir mehr Beweise? Nun, Colin, sieh dir doch mal ihre früheren, allesamt gewaltfreien Aktionen an. Albion hat in den letzten Monaten mehr Leute ins Krankenhaus gebracht als DedSec jemals. Okay, da durfte ich schon mal nicht reinspringen. Na gut. Und der Podcast wurde beendet. Jetzt kann ich hier durchgehen. Und kann hier hoch. Ui. Ich mag das irgendwie, diese Spinnendrohne zu steuern. Kuckuck. So, dann gehen wir wieder rein in CTOS. Das ist zwar irgendwie eine coole Idee und so, aber ich glaube, niemals würde man ein Datencenter so bauen, dass man auf solche Spinnen relyen muss. Für irgendwelche Datentransfere. Man würde einfach Kabel nehmen und dann im vermaschten Netz die Ports ansprechen, die man ansprechen will. Aber wie auch immer. Ich meine, es würde auch keinen Sinn machen, wenn ich Zero Day bin, dass ich Dalton, kurz bevor ich ihn einfach abknalle, nochmal sage, dass ich hinter all dem stecke und meinen ganzen Plan offenbare. Ich meine, wofür? Der ist tot. Aber es soll ja spannend sein. So, wir sind im Bloom Tower. Bloom ist die Firma, die hinter dem CTOS-System steckt. Albion, habe ich jetzt soweit verstanden, scheint die Firma so eine Security-Firma zu sein. Schlimmer als ich dachte. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot. Ich habe die Wahl jetzt. Wähle die ersten drei Agenten. Okay, ich kann Eleanor Estrade
Nehmen Sie seine Fußballspielerin, sie ist fit und eine gute Patientin. Komponistin, ich gucke jetzt einfach mal auf die Sachen. Kelly Vendetta. Extra Fraktion starten. Also es gibt Fraktionen und eine heißt Kelly. Polizeikontakt klingt gut. Tränkfest und Tränkerin. Ja. Blitzhack und Drohnenruf. Was kann Drohnenruf? Eine Drohne rufen? Die kann Rollen machen. Pfeilpistolen. Boah, es gibt Zeug. Drohnenverrat. Hack, das sieht... Das klingt cool. Drohnenverrat. Er ist ein Programmierer, betreibt ein Hackerforum im Dark Web. Cool. Und Anti-Jagd-Drohnen-Immunität. Okay. Schnellere Downloads und setzt Gegner unter Strom. Automechaniker und Berserker zum Heilen. Gegner besiegen. Das klingt ja auch cool. Aber als allererstes nehme ich, ich soll ja drei Agenten wählen, ne? Als allererstes nehme ich den hier, da können wir auch in die Biografie schauen. Derzeit hat aufgedeckt, dass die Regierung für den Tod seines Freundes verantwortlich war. 24 Jahre alt, Programmierer, verdient mehr als ich. Hat Bekanntschaften mit Christy Caldwell. Sie ist eine Sexarbeiterin und Mindy Samuel ist seine Cousine. Metadaten. Schaut ein Video. Selbstbewusst werden und Freunde finden. Geboren in England. Interessant. Das sind Sachen. Ich wähle ihn aus. Dann wähle ich sie aus, weil sie scheint ja ein guter Kämpfer zu sein. Und dann natürlich noch den Homie mit dem Polizeikontakt. Biografie, was hat Detzek gemacht? Detzek hat einen korrupten Politiker aufgedeckt, der versucht hat, ihn zu erpressen. Okay, dann haben wir drei Agenten, ich bestätige. Willkommen im Widerstand. Also ist Detzek jetzt eine als Terrorgruppe abgestempelte Fraktion, die gejagt wird. Und Albion ist so ein Art Security-Guy, der wahrscheinlich auch ganz London in der Hand hat. Dass du dich versteckst, finde ich komisch. Ich dachte, du hast einen Polizeikontakt, aber okay. Vielleicht willst du ja nicht gesehen werden in dieser Gegend mit dieser Ampel. Was ist das denn für eine Ampel? Entschuldigung. Schön, dich lebendig zu sehen. Na gut. Wenn du noch entschlossen bist, Detzek braucht dich. Ich schicke die Koordinaten unseres letzten Verstecks. Triff mich dort. In Ordnung. Oh, entschuldigen Sie. Ein selbstfahrendes Taxi. Doch nicht selbstfahren. Ah nee, das ist eine Ambulance. Nee, die klaue ich nicht. Gut, wir bewegen uns zum Versteck. Das ist für die Karte und ich muss hierhin. Hier gibt es eine U-Bahn-Station. Ich kann wahrscheinlich sowieso nur Schnellreise machen, wenn ich die Orte schon freigeschaltet habe. Also bringt's mir nicht. Drücke E für ein Fahrzeug, dann steige ich hier einfach mal. Das ist ja sowieso mein Auto, nicht wahr? Und Musik will ich jetzt nicht hören. Ich will erstmal die schöne Fahrmechanik in Ubisoft-Spielen genießen. Oh, und wie... Oh, wie diese Elektroautos beschleunigen. Oh, ja. Ich fühle mich voll in den Sitz gepresst, weil die Kamera hinterherzieht. Also ganz im Ernst, unpopular Opinion. Viele Leute sagen ja, Ubisoft kann keine Fahrmechanik machen. Aber ich finde, die letzten Ubisoft-Spiele, die ich gespielt habe, da funktionierte das alles ziemlich gut. Natürlich ist es nicht sehr leicht, diese Autos zu fahren. Aber ist es im Real Life leicht, so die krassesten Manöver aller Zeiten zu fahren? Vielleicht. Ich bin nie Auto gefahren. Ich werde auch nie Auto fahren. Aber ich finde, die Fahrmechaniken hier ist ja noch relativ gut, ja. Man kommt in Schleudern, würde man echt ja auch geraten in der Situation. Und man darf links fahren. Oh mein Gott. England ist so cool. E fürs Aussteigen? Ach, man steigt ja auch auf der Seite ein und aus, ne? Okay. Ich glaube, ich muss hier rein. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe einen Patch auf deine Optik geladen, damit du auf unser Sicherheitssystem zugreifen kannst. Es ist so eingestellt, dass ich jemanden, der nicht zu der Zeck gehört, nicht einfach reinlassen kann. Du musst es manuell außer Kraft setzen. Alles klar. Die manuelle Überbrückung wird Wachs in meinen Händen sein. Seit wann ist eigentlich jeder so ein krasser Hacker? Ich meine, in den vorherigen Watch Dogs-Teilen, da konnten, hatten die noch die Ausrede, ja, das waren so die Special Kids, die so krass waren. Aber hier, du bist jetzt einfach irgendein Typ und du hackst das jetzt einfach so, oder wie? Du gehörst zu Sabine, stimmt? Dann sehen wir uns später. Alles klar. Abgesehen davon, Sabine, das heißt Patch und nicht Patch. Im Moment, wenn Voice Actor nicht wissen, worüber sie sprechen. Pff, okay. Die Tür wird wieder geschlossen. Und wir öffnen mal los. Ab durchs Wurmloch. Auf einmal sind wir hier, okay. Ich werde in diesem Let's Play nicht versuchen, ganz viele Sachen zu sammeln, weil ich sehe schon, hier sind jetzt schon wieder irgendwelche einsammelbaren Sachen. Ich will die Story voranbringen. Jemand zu Hause? Ich sollte wohl den Strom wieder einschalten. Was ist das? Ja, ich schalte jetzt mal den Strom an. Ich versuche die Story halt mit euch durchzuspielen. Strom! Keine Detzek-Registrierung erkannt. Identifiziere dich oder ich verriegle die Ausgänge, hacke deine Optik und lese dir jede Mail vor, die du jemals besoffen verfasst hast, bis du elendig verhungerst. Ach, beruhig dich mal. Sabine hat mich hergebracht. Sabine lebt. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin Beckley, Detzeks definitiv nicht gestohlener, fortschrittlicher KI-Assistent. Und ich war wohl ein paar Monate außer Betrieb. Warum verbindest du mich nicht mit dem Detzek-Netzwerk, damit ich mächtiger werde, als du dir überhaupt vorstellen kannst? Ich meine, damit ich rausfinden kann, was ich verpasst habe. Ja, das klingt gut, oder? Mächtiger werde, als ich mir jemals vorstellen kann. So eine KI? Ich bin aber. Und ich dachte, Beckley wurde gelöscht. Es wurde nur ausgeschaltet. Ah, ich bin wieder im Netzwerk. Oh, seht ihr diese Beleuchtung? Lade unsere Datenbanken und Nachrichtenarchive runter. Oh, oh nein. Terrorgruppe Detzek verantwortlich für Bombenanschläge in London?
Dalton Wolf ist tot, da lasse ich euch eine Sekunde allein und ihr verkackt es sofort. Also wenn Dedzek die Anschläge nicht verübt hat, lautet die Frage doch, wer dann? Ich habe eine Erinnerungslücke, nachdem Dalton... Na gut, seien wir ehrlich, nachdem ich die Bombe beim Parlament entschärft habe. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, nachdem ich offline war. Bisher kann ich nur sagen, dass eine unbekannte Hackergruppe namens Zero Day beteiligt war. Ich glaube, Zero Day hat die Anschläge geplant und Dedzek die Schuld in die Schuhe geschoben. Kommt zu meinem Terminal. Sabine bittet um einen Videoanruf. Videoanruf? Na gut. Hier mal mit euren Videoanrufen. Verbinde jetzt mit Sabine Brandt. Ich schlage vor, du hörst dir gut an, was sie zu sagen hat. Da bist du ja. Schön, dass du hier bist. Warum lächelst du so gruselig? Bagley. Gott, es tut gut, deine nervige Stimme zu hören. Ist dein Speicher intakt? Nicht annähernd. Die letzte Aufzeichnung ist die Razzia im Hauptquartier. Meine einzige Spur ist eine Gruppe namens Zero Day. Klingelt da was? Nein, weil die Angreifer beim HQ waren Männer in Schwarz. Dieselben wie beim Parlament. Vielleicht Komplizen. Wir hatten keine Chance. Sie schossen alles, kurz und klein. Schreckliche Sache. Wie bist du da rausgekommen? Ich floh durch die Kanalisation nach Camden. Ein Kontakt brachte mich aus der Stadt und seitdem habe ich mich im Norden versteckt. Sehr klug. Dein Profil ist im städtischen Überwachungssystem als vorrangiges Ziel markiert. Schon bei einer Teilidentifizierung würde man dich sofort erschießen. Die Stadt will Dedzek tot sehen, fürchte ich. Ich will ja helfen, aber da riskiere ich meinen Arsch. Und ich mag meinen Arsch. Ich auch. Hör zu, wenn jemand die Risiken kennt, dann ich. Ich habe alles und jeden verloren. Am Ende sieht es so aus. London ist auf dem Weg zur Hölle. Und wenn Dedzek das nicht ändern kann, glaub mir, dann kann's keiner. Und er beginnt mit dir. Mit mir? Was sagst du? Ich schätze, dann sollten wir wohl loslegen. Großartig. Neuer User registriert. Willkommen bei Dedzek. Es wäre unverantwortlich von uns, dich nackt und schutzlos in die Welt rauszuschicken. Ich trage auch einen hübschen Anzug. Ausrüstung, die für deine Dedzek-Arbeit unerlässlich ist. Technik-Upgrades. Technikpunkte lassen sich überall in London für Geräte und Waffen. Technik ausrüsten. Verstanden? So, gucken wir in das Technikmenü, dass man irgendwas dieselbe Taste öffnet wie die Karte. AR-Town, die den Träger unsichtbar macht und ihn so einen Sichtkontakt entzieht. Oder... Infiltrator-Spider-Bot. Ein Tarnmodus-Spider-Bot, der nicht tödliche Ausschaltmanöver ausführen kann. Yeah. Unsichtbar machen klingt gut. Ich wäre gerne manchmal unsichtbar. Jetzt, wo wir das geklärt hätten? Was haben wir in Daten? Ah ja, Daten sind so sammelbare Sachen. Da möchte ich jetzt nicht sammeln. Sammeln habe ich keine Zeit für. Ich will das hier schnell mit euch durchspielen. Wir haben jetzt schon so lange gespielt und das nur für die Einleitung. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade erst mal im freien Modus angekommen. Aber jetzt, wo wir auch im freien Modus sind... Ah ja, rüst ein Gerät aus im Teammenü. Du kriegst von mir den da. Du kriegst von mir den da. Du kriegst von mir den da. Wir haben doch sowieso noch nichts anderes. So, was wir muss ich jetzt machen? Wir haben eine ausgeklügelte Methode, um deine Identität vor der Gesichtserkennungstechnologie zu verbergen. Man nennt sie Maske. Und wenn wir schon hier sind, könntest du auch deine Garderobe etwas auffrischen. Ich meine, schau dich doch mal an. Na komm schon, ich finde mein Outfit ist, das geht klar. Das ist fresh. Jetzt ist mal Licht angeschaltet, damit man mich begutachten kann. So, wir holen uns erstmal eine Maske. Ja, ich weiß, du bist nicht so ein Punk. Du gehst eher mit was Schlichten, ne? Was haben wir denn in der Garderobe für Masken? Ach, nur solche. Nee. Na gut, dann müssen wir dir eine Maske kaufen, die zu deinem Stil passt. Weil die sind alle hier im Dedzek-Style. Ja, komm. Kostet ja nichts. Ich weiß nicht, ob so eine Maske vor der Gesichtserkennung schützt. Aber das passt. Du hast jetzt all das schicke neue Spielzeug. Aber es ist auch wichtig, die Grundlagen zu kennen. Du musst lernen, wie man zuschlägt und wie man einsteckt. Albion dreht durch, wenn du mit einer Waffe ankommst. Knallen dich gnadenlos ab. Wir wollen Kollateralschäden vermeiden. Bei Dedzek benutzen wir Waffen nur im äußersten Notfall. So wie ich. Hast du schon Fanny Robinson getroffen? Ihr gehört der Pub. Sie ist ein alter Dedzek-Kontakt und eine ausgezeichnete Amateurboxerin. Geh zum Übungsring, dann zeigt sie dir, wie du dich behauptest, wenn dich jemand verprügeln will. Ja, da unten sind wieder Sachen zum Sammeln. Wir machen jetzt noch diese Tutorials und dann sind wir hoffentlich bald durch. Kann ein Training brauchen. Und... Okay. Einfachen Schlägen an. Sei nicht schüchtern. Schlag zu. Tja, einfach zuschlagen. Du musst unter meinem Block durch. Ja, easy. Finde meinen Schwachpunkt. Ja, bam. Guter Schlag. Ja, guter Schlag. Bam. Und jetzt Fußarbeit. Du musst Abstand gewinnen. Aua, schlag mich nicht. Warum schlägst du? Jawohl. Besser hätte ich's auch nicht gekonnt. Ja, Mann. Aua! Okay. Aua. Ich habe dich beendet. Es tut mir leid. Ich wollte nicht wehtun. Eine
Eine Fähigkeit musst du noch lernen. Die Kontaktpflege. Ja, der Rest deines Teams ist da. Warum plauderst du nicht ein bisschen? Der Rest vom Team. Yay. Dann machen wir das mal. Hallo. Willkommen bei DeadSec. Scheiße, ja. Ich will endlich was bewirken. Okay, cool. Sehr Gespräch. Aber was will man erwarten, wenn man hier einfach so random Leute rekrutieren kann? Man kann nicht jedem eine richtig tiefe Persönlichkeit geben. Dir so? Hallo, hallo. Ich kann nicht glauben, dass es so einfach war. Kein Test und gar nichts. Wir sind einfach DeadSec und fertig? Wir lernen alle ständig dazu. Okay. Nachdem ihr jetzt dicke Cyberfreunde seid, würde Sabine gerne mit euch sprechen. Ah, Sabine schon wieder. Ich will endlich raus. Okay. Cyberbuddy. Gute Arbeit. Schön, dass sich das Versteck im London Bau des Arsenals warten darauf aufzubilden, statt zurück zu DeadSec. Also, solange wir diese Leute stoppen, die die Stadt ausbauen, bin ich zufrieden. Und Albion führt sich auf, als wollten sie den Wettbewerb für die fiesesten Faschisten der Welt gewinnen. Ja, aber Clan Kelly zieht den eigentlichen Vorteil aus der Sache. Ihnen müssen wir auch Druck machen. Wahr, aber denkt dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben DeadSec schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und DeadSec beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Erster Punkt auf der Liste. Der Signals Intelligence Response Service, oder SRS, oder die Earl Grey Gestapo, hat eine Überwachungstechnologie namens AR-Rekonstruktion entwickelt. Modernste Verletzung des Rechts auf Privatsphäre. Und genau deshalb eventuell sehr nützlich, um Zero Day zu finden. Okay, wenn es kein Videospiel wäre, das spannend sein soll, dann wäre diese super krasse Intelligenz wahrscheinlich jetzt schon bei der Lösung gewesen. Aber wir müssen ja erstmal kleine Missionen erfüllen. Und da sind wir wieder in dieser wunderschönen Bar. Wir müssen Schadensbegrenzung betreiben. Wenn ich als ein Haufen brutaler Schläger dastehen wollte. Ich überlasse es ganz dir, wie du auftreten willst. Aber denk dran, du repräsentierst jetzt DeadSec. Ich repräsentiere jetzt DeadSec. Die reden so viel. Du Pisser, du redest so viel. Ich esse dich auf, dicker Bon Appetit. Melde dich zum Dienst. Ich soll mich zum Dienst melden. Okay, wir drücken erstmal hierauf für die Karte, die aber nicht die Karte ist diesmal. So, hier sehe ich meine anderen Homies. Oh, ich will zu dem Agenten wechseln. Ich will den spielen. Weil der hat so Hackerfähigkeiten und das ist, glaube ich, praktisch. Ein weiteres Mitglied für die große Party. Willkommen bei DeadSec. Perfekt. Jetzt werden wir die Bastarde bloßstellen, ja? Fabelhaft. So, aber bevor wir mit der ersten Mission hier draußen beginnen, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao! Ich kann gar nicht springen.